Hallo liebe Eltern und liebe Kinder, ich grüße euch aus dem Kindergarten. Heute habe ich mir wieder eine kleine Überraschung für euch überlegt, denn nur noch einmal schlafen wir und dann, wenn der volle Mond erwacht und so rund wie die Sonne lacht, dann kann es hier auf Erden wieder Ostern werden. Und immer noch ist der Kindergarten geschlossen. Wie als hätten wir lange, lange Ferien, aber es sind immer wieder Erzieherinnen im Waldorfhaus, um zu putzen, um aufzuräumen, um im Büro zu arbeiten und auch die Handwerker sind im Haus und malern und sind ganz fleißig. Und heute habe ich mir gedacht, möchte ich mit euch nochmal einen kleinen schönen Morgenkreis machen, passend zu Ostern, und ihr dürft einfach von zu Hause mitmachen. Zünden wir ein Lichtlein an, das uns leuchten und wärmen kann. Galtröpfchen, Galtröpfchen, komm auf meine Hand und mach sie. Reib ein, das Tröpflein fein. Reib ein, das Tröpflein fein. Jedes Fingerlein. Jedes Fingerlein. Und die Bäcklein fein. Kinnewippchen. Zwei schöne Lippchen, eine Nase fein, zwei Äugelein, zwei Ohren zum Hören und Haare ganz fein. Hinterm Berg sitzt ein kleiner Wurzelzwerg, freut sich, dass die Sonne scheint, vor Freude sich die Hände reibt. Sich die Stirn auch reibt. In unserem Garten, da sitzt ein Amselchen, ein schwarzer Peter, und der singt schön, singt immer tüdelüdelü. Und ich sing leise mit, singt immer tüdelüdelüt, und ich sing mit. Er träumt vom Frühling, vom schönen Frühling, von bunten Blumen und Sonnenschein. Singt immer tüdelüdelüt, und ich sing leise mit. Singt immer tüdelüdelüt und ich sing mit. Er baut ein Nestchen, ein schönes Nestchen, und legt hinein zwei Eierlein. Singt immer tüdelüdelüt und ich sing leise mit. Singt immer tüdelüdelüt und ich sing mit. Ja, liebe Kinder, dann habt ihr ja schon ganz fleißig geraten von unserem einen Video, wo ich euch zwei, drei Rätsel genannt habe. Und wahrscheinlich habt ihr es schon erraten. Es waren nämlich die Ostereier. Da drüben im Gras, da schimmert etwas. Und dort unter dem Strauch, da leuchtet es auch. Und da bei der Hecke, im grünen Verstecke, blitzt rot, gelb, blau, ich sehe es genau. Es sind keine Tulpen, auch keine Narzissen,
Was mag das nur sein? Ich möcht's gern von euch wissen. Und es sind die Ostereier. Und die anderen Rätsel habt ihr sicherlich auch geraten. Das waren nämlich die Osterhasen bei beiden Rätseln. Dann habe ich noch ein kleines Osterlied für morgen, weil wir ja noch gar nicht unsere Ostereier aufhängen. Das hat einfach den Grund, weil erst mit Ostersonntag beginnen wir, unsere roten Eier auch aufzuhängen. Das ist das Symbol für Ostern. Und ich habe ein kleines Lied gelernt, was ich euch gerne schenken möchte. Wir wollen suchen unter den Buchen, unter den Linden werden wir finden ein Nestlein von Heu, ein goldenes Ei. Ja, liebe Kinder, liebe Eltern, damit wünsche ich euch frohe, frohe Ostern, eine wirklich große, spannende Reise auf der Suche nach den Ostereiern. Mal schauen, wo sie versteckt sind. Ich freue mich mit euch und freue mich sehr, wenn wir uns bald wiedersehen hier in unserem schönen Kindergarten. Und auch für Sie, liebe Eltern, alles Liebe und Gute und ganz herzlichen Dank für die vielen tollen Rückmeldungen, die Sie gegeben haben. Ich freue mich, dass Sie das in Ihrem Alltag so mit einbinden. Vielen Dank und alles, alles Liebe.